Hallo Leute, der AC1005 hier mit Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon, der NTSC-U-Version. Ja, wir sind hier wieder in der Abendsee im Evening Lake und wollen hier noch ein bisschen was machen, was ja noch so offen war. Und zwar zum einen gibt es hier oben noch das Sparks-Level, das wir als erstes angreifen werden. Princess Amy showed me a place called Starfish Reef. She says there's an egg hidden in there. I think Sparks should check it out. Ja, das denke ich doch, dass sich Sparks das mal anschauen wird. Amy, war Amy nicht die Prinzessin aus dem, mit dem Prinz Azrael? Wo die Feen alle so schlecht drauf waren? Ich glaube schon. Na dann. Ach, das ist das hier. Okay. Ah ja, Seestern. Okay. Ich verstehe die Problematik. So, hier kommen wir noch nicht rein. Ich glaube, das ist dann ein Shortcut am Ende des Levels, um wieder an den Anfang zu kommen. So, mal schauen, was hier überhaupt so abgeht. Naja, nichts Interessantes. Das ist immer das Beste und das Liebste, wenn nichts Interessantes ist. Naja, die Teile. Naja, kommen hier aus der Muschel raus, deswegen die Muschel kaputt machen. Edelsteine mitnehmen. Gucken, was hier los ist. Aha, die großen, ja, die sind relativ nervig. Teilen sich nämlich dann in kleine auf, wenn man sie trifft. Und nerven quasi rum. Okay. Da haben wir auch wieder sowas. Große und kleine und Muscheln. Okay. Ja, das, wir haben jetzt hier so Minen, die man auslegen kann und die dann explodieren. Verrückt. Ja, das ist jetzt ziemlich nervig, glaube ich. Ja, es ist etwas nervig. Da muss ich mich so schräg positionieren, um da besser hinzukommen. Dann treffen mich hier die Seesterne wieder. Ja. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich glaube nicht, dass hier oben wieder so eine Muschel war, oder? Wo die alle herkommen. Oder gar nicht mal. Doch, zwei Stück sogar. Okay. Ja, dann wollen wir doch hier gleich mal damit aufräumen. Okay, und jetzt werden wir uns den Typ noch vornehmen. Das bringt mir zwar nichts, den hätte ich jetzt auch im Leben lassen können, aber nein! Wir töten! Weil es schön ist. So, Moment. So wollte ich das haben. So, außerhalb seiner Reichweite, dass er mich jetzt hier nicht trifft. Es gibt dann, glaube ich, auch sogar Muscheln, wo solche Teile rauskommen, diese Salamander da, die Feuerspucke. Ziemlich nervig hier. Ziemlich nervig. Vor allem, das ist hier so weit verzweigt irgendwie alles. Sind hier immer solche und große und kleine und da. Ah ja, genau. Da haben wir sie doch gleich. Okay. Gucken, dann die Typen hier mal eliminieren. Ah ja, da haben wir gleich so einen Generator, wie ich gerade schon. Was? Okay, der hat mich anscheinend getötet. Gut, das heißt, man sollte hier ein bisschen vorsichtiger vorgehen vom Ganzen her. Das ist gut zu wissen. Also nicht einfach reinpreschen. Okay. Dann mache ich das nicht mehr. Ja, manchmal muss ich eben auch einfach erstmal dazu lernen. Man kann eben nicht alles wissen. So, kaputt. Kaputt. Naja, ich muss echt hier erstmal aufräumen. Aber das kriege ich eigentlich wirklich nur hin, indem ich den hier töte. Wenn ich dann quasi nach unten arbeite und ach so, oder man macht es einfach so und hält drauf und hofft, dass die Muschel kaputt geht. Das geht natürlich auch. Okay. Gut, hier geht's nicht weiter. Ja, also hier ist es schon mal wieder Seesterne. Oh boy. Große und kleine und alles Mögliche mit dabei. Naja.
relativ unspektakulär. Dun, dun, dun. Okay, jetzt haben wir die Fähigkeit. So. Jetzt hier rein. Ich muss mich jetzt hier echt erstmal wieder reinfinden, wie das hier war. Oh boy, oh boy. Ja, dadurch, dass das hier so verästelt ist, so, ja. Alles so eng und verästelt, tut man sich hier relativ schwer, vor allem wenn hier überall diese Muscheln stehen. Unschön. Nein. So, jetzt bist du dran, Jung. Ja. Da kommen wir wieder die Sterne raus. Toll. Okay, aber nicht mehr lang. Das war's. So, ich glaube, das müsste hier alles soweit sein, oder? Ja. Okay, geht's hier rein. Das ist schon Boss Time oder noch nicht? Kann sein, dass es kurz dauert, aber. Na, es ist noch keine Boss Time. Also. Aber allzu lang dürfte es nicht mehr dauern, wie gesagt. So, jetzt können wir das ganze Zeug mitnehmen. Ah ja. Die Seesterne geben einfach nicht auf, ich merke schon. Die lassen mich locker. Wobei. Geht schon. Kein Edelstein mehr. Okay, jetzt schauen wir mal hier. Naja, Postzahlen. Okay. That's what I said. Moment. Plump. So, was war denn das jetzt hier wieder? Ach Gott, der nervigste Boss ever. Ich hasse diesen Rochen. Der ist so nervig. Der kann nämlich auch diese Minen schmeißen. Das ist überhaupt nicht schön. Wirklich nicht. Uah. Das macht üblen Schaden hier. Aber können wir auch. Mache ich halt auch mal sowas, ne? Ja, und das ist das Problem, dass die sich dann aufteilen. Und jetzt lauter kleine Rochen rauskommen, die überhaupt nicht nervig sind. Und ich darf mich jetzt nicht mehr treffen lassen. Boah. Problem ist, wenn man die kleinen Rochen nicht in Schach hält, nehmen die hier überhand und man hat überhaupt keine Chance mehr zu reagieren. Das heißt, man muss die kleinen gleich eigentlich schon immer wieder dezimieren, wenn es geht. Oder dann eben mit sowas arbeiten, um das Ganze in den Schach zu halten. Sehr gut. Ahan Sean. Anna Sean. Okay. Coole Namen, meine Güte. Und Spikes ist fast tot. Gut, ach ja, genau, hier unten haben wir jetzt einen Shortcut zum Anfang des Levels und da hat man am Anfang ja auch die Edelsteine schon gesehen. Ja, jetzt habe ich gleich mal wieder irgendwo was vergessen. What? Und wir haben alles, super, und raus. Okay, dann haben wir das Ei auch wieder mit dabei und Sparks bekommt wieder eine neue Fähigkeit. Sehr, sehr schön. Mal schauen, was Zoe da anzubieten hat. When I saw that giant stingray, I thought you were a goner, Sparks. But you sure showed him. Now the magic from the egg has made you even stronger, so you can take one more hit for Spyro. Ah, stimmt. Das heißt, sie hat jetzt 4 Treffer. Kann man mal machen. Okay, cool. Ja. Wir haben jetzt ja Agent 9, das heißt, ich kann. Ich will nur mal schnell gucken, was jetzt hier noch offen ist. Hm. Genau, Frozen Altairs, das können wir erstmal vernachlässigen. Mache ich mich später drüber. Ach ja, Lost Fleet, genau, da müssen wir. Skateboard fahren und dann die Fireworks Factory. Okay, ja, ich habe eigentlich Lust auf, ja, komm, wir machen's.
Die verlorene Flotte, Lost Fleet, wir fahren Skateboard. Mit oder gegen Jäger, so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Aber jetzt können wir es machen, da Jäger wieder frei ist, zum Glück. So, wo war das schnell nochmal? Das müsste hier oben schneller zu erreichen sein. Ach, und hier ist ja wieder die coole Mucke. Ja. Zack, 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 zack. Und hier hin. Alter! Blöder. Ups. Okay. So, Jäger, was geht ab? Spyro, you're just in time. A Rhinox skateboard gang has challenged us to a race. They said you're slower than a molten crater fire slug. I stuck up for you, though. I told them I've seen some pretty fast fire slugs. Ja, da ist was dran. So, are you ready to race these guys? They bet us an egg that you won't win. Na, schauen wir halt mal, ne? Right on! You can use my special racing board. Every time you do a trick, it builds up turbocharge. You can use your turbos at any time by pressing the square button. Good luck! Das wird noch ganz wichtig. Das brauchen wir später noch zuhauf. Deswegen sollte man hier eigentlich schon immer irgendwelche Tricks und irgendwelches Gedöns mit dabei ausführen. Denn das bringt einen dann eben den Turbo und ja. Durch den Turbo kommt man natürlich schneller voran. Ist ganz klar. Können die aber auch umbolzen. So. Na, das war jetzt schlecht. Ich muss irgendwie schauen, dass ich echt immer in Höhe gewinne, damit ich hier möglichst gute und viele Tricks hinkriege, damit ich schön Power chargen kann und hier kräftig durch racen kann. Das ist dann nämlich echt von, na, das war schlecht, von Vorteil wollte ich sagen. Okay, aber man respawnt zumindest wieder, auch wenn man Mist macht, und kann dann einen erneuten Versuch quasi starten. Jetzt gebe ich mir hier das mal auf, um nämlich hier sowas zu machen. Dann kann ich nämlich hier durch und kann hier mal wieder ein bisschen Charging Power mitnehmen. Ist halt umso geiler die Tricks, sage ich jetzt mal, umso mehr Charging Power kann man da dann auch regenerieren. Ach ja, und da oben kann man auch noch drauf. So, aber war das nicht so, dass man irgendwie alle von diesen Teilen mitnehmen musste? Von diesen Krebsen oder so? Ich hoffe nicht, weil bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich alles mitgenommen habe. Yes! You schooled them like a bunch of dizzy one-toed sand norks. Oh yeah, I guess we won this egg too. Ja. Oliver, anscheinend nicht, okay. Mal schauen, aber hier gibt's ja noch ein Ei. Now that the Rhinox are gone, do you want to try a real challenge? I know you're fast, but I bet you can't defeat all the crabs on the course and still beat me in a race. Stimmt, wanna give ja. It a shot? Ja, na klar. All right. Eat my skate dust, sucker. Alter. Und Skillpoint. Wie haben wir den Skillpoint jetzt bekommen? Hä? What? What the fuck is going on? Okay. Das hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Okay. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall mal die ganzen Crabs mit. Hier ist nämlich auch eine, die man dann immer gern mal vergisst. Aber heute nicht. So, muss echt schauen, dass wir die ganzen Krabben mitnehmen, weil die sind dann am Schluss immer das Problem, wenn man hier trödelt. Okay, aber wir haben ja eigentlich schon fast alle. Wo ist die eine noch? Dann kann ich mich aufs Race konzentrieren. Ach, ich glaube, die war hier links irgendwo, oder? Och, was war denn das? Dang it.
Ja, aber ich bin immer noch Erster, okay? Wo ist Jäger bitte? Treibt sich der Typ rum? Lame. Lame. Okay. Naja, mir ist es wurscht. Ich sag, das ist ein gutes Training für später, weil es kommt später was ganz was Übles. Und dafür muss man diese Tricks und alles gut beherrschen, um da dann mit dabei das schaffen zu können. Deswegen schadet das hier echt nichts. Und gewonnen. Sehr schön. Sheesh, I can't believe you beat me. You must have been practicing the whole time I thought you were looking for eggs. Hey, speaking of which, one of those crabs was guarding this one. Hey, Dean! Okay. Wir brauchen bloß noch die Edelsteine von der Strecke. Ich glaube, jetzt kann man hier, genau, man kann selbstständig jetzt hier drauf und kann die Strecke jederzeit machen, wenn man möchte. Wir fahren jetzt einfach mal langsam durch und gucken mal, wo noch was war. Hier zum Beispiel. Kann auch sein, dass da oben was drauf war, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Müssen wir echt mal schauen. Deswegen fahre ich jetzt hier mal langsam und gemütlich durch. Da war doch, glaube ich, auch schon. Naja, da war was. Da ist noch was. Hier ist noch was. Moment, da stehen noch Krüge. Wir können auch mal Spikes befragen. Und das extra Life auch mitnehmen, ja. Schauen wir mal jetzt hier irgendwas. Ich glaube, wobei hier oben drauf waren, glaube ich, keine Edelsteine. Da war nix. Da war tatsächlich, aber da vorne liegt noch irgendwas. Mal schauen, ob hier auf der rechten Seite noch irgendwas war. Ne, hier war auch nichts mehr. Okay, steigen wir mal kurz ab. Nein. Good race, danke. Nee, also hier ist tatsächlich, wie mir scheint, nichts mehr. Nee, dann muss aber irgendwo anders noch was sein. Gibt es hier eigentlich noch einen Könnerpunkt? Ach ja, Spyro muss den Streckenrekord beim Skateboard brechen. Den Streckenrekord. Gibt es ja auch wieder Punkte zu holen? Oder was meint jetzt hier den Streckenrekord von der Zeit her oder wie? Ich weiß es nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Aber ich habe doch vorhin schon irgendeinen Skillpoint oder irgendwas bekommen. War das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte jetzt schon, aber so genau weiß man das nie. Probieren wir es halt noch mal kurz. Die drei Runden sind eh gleich rum. Das ist dann eh schon. Was war denn das wieder? Dang it. Einfach mal durchheizen. Ich glaube aber tatsächlich. Ne, da oben ist noch ein Edelstein drauf. Okay. Da müssen wir dann mal gucken, dass ich da noch hochkomme. Ja, aber da ganz oben rauf brauchen wir nicht. Das ist nicht nötig. Power! Give me that power! Ah ja. Sehr schön. Ah, und jetzt haben wir auch alle Edelsteine. So muss es laufen. Level kommt. Level complete, sagte er und verkackte. Okay. Ja, okay. Ich dachte, ich weiß nicht, ob. Your time, course record. 1,45. Okay, dann haben wir den Skillpoint vorhin eh schon bekommen. Alles klar. War ich eh schon zu gut im Race. Sind gleich den Streckenrekord mitgebrochen. Unglaublich, was ich zur Zeit zusammenbringe. Es läuft. So kann man es zumindest betiteln, ja. Alles klar. Ja, cool.
Nee, die Race ist auf Anhieb geschafft, alle Edelsteine mitgenommen und ja, auch den Könnerpunkt auf Anhieb mitgenommen. Tatsächlich, so muss es laufen, kann man echt sagen. Wunderbar, das Ganze. Okay, ja, so gut war ich in dem Level noch nie. Gut, nein, 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 da wollte ich nicht drauf. Zwar wollte ich hier rein. Mensch. So, danke. Und das passt perfekt. Das Video ist auch von der Länge her eigentlich optimal. Dann würde ich sagen, das nächste Mal geht's in der Fireworks Factory weiter. Ich bin der AC105. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dann und ciao, ciao.